Ich zeige euch jetzt, wie ihr eine Sonnenmühle zu Hause basteln könnt. Was ihr dafür braucht? Alufolie, aus denen ihr 4 gleich große Rechtecke ausschneidet. Am besten nehmt ihr die Alufolie doppelt, dann wird das Ganze stabiler. Einen Baumwollfaden, einen schwarzen Stift, ein Streichholz, ein Holzstäbchen, ein leeres Marmeladenglas und Kleber. Als erstes nehmen wir 2 von den Aluminiumrechtecken und malen sie vorne und hinten schwarz an. Jetzt wird's knifflig. Als nächstes müsst ihr nämlich die 2 schwarzen bzw. später die 2 alufarbenen an euren Streichholz kleben. Als nächstes müsst ihr den Faden ans rote Ende von eurem Streichholz binden. Alternativ könnt ihr es aber auch festkleben. Als letzter Schritt müsst ihr eure Sonnenmühle ans Holzstäbchen knoten. Jetzt braucht ihr euer Honigglas oder euer Marmeladenglas und platziert die Sonnenmühle mit dem Stäbchen ins Glas. Wenn ihr eure fertige Mühle jetzt raus an die Sonne stellt, reflektieren die Aluseiten das Licht auf die schwarzen Flügel. Dadurch entsteht ein Wärmeunterschied und durch den Druckaustausch fängt eure Mühle an, sich zu drehen. Falls die Sonne gerade nicht bei euch scheint, könnt ihr den gleichen Versuchsaufbau auch mit einer Lampe ausprobieren.